Hallo Leute und liebe Motorradfreunde, ich möchte mich heute einmal zu dem Thema Schuster, Sobot und die Weststeiermark äußern. Viele von uns wissen, was der Herr Schuster in letzter Zeit da von sich gegeben hat, speziell auf Facebook, und wie er die Leute mit seinen Postings auf die Palme bringt. Mich hat er auch auf die Palme gebracht. Als erster Herr Schuster, ja, werde Sie mal persönlich ansprechen. Ich zeige Ihnen mal etwas, ja? Schauen Sie mal genau her. Haben Sie das gesehen? Schauen Sie mal, was sich da drunter versteckt. Schauen Sie mal. Ein Mensch. Das muss man sich einmal vorstellen, da steckt der Mensch drunter. Ich stecke da drunter, zum Beispiel. Schauen Sie mal ins Gesicht. Sie möchten mich empfangen mit einer Ölspur. Super. Klasse. Ich habe wirklich eine dicke Haut. Und ich verstehe das aber, wenn einer sagt, er hat einen emotionalen Ausrutscher. Einmal. Kann passieren. Ist nicht gut, aber okay. Aber das, was Sie machen, ja, Sie tun ja dann fest weiter. Die Krawaller gehören zur aussterbenden Rasse. Der Vorgang darf beschleunigt werden. Aha, das ist aber interessant. Und Sie wollen unser Ableben beschleunigen. Meins? Auf eine hinterhältige Weise. Also, das schluckt den Fass am Boden aus. Was mir in der ganzen Sache auch noch stört, ist, das Wort wir, ja, das Sie gebrauchen bei eins von Ihren Postings. Wir. Das heißt ja nichts anderes, dass es nicht nur Sie sind. Da haben Sie da anscheinend welche zusammen da. Ja. Und dann, bei einem Interview, dass Sie das überhaupt bekommen, ja, das ist ja schon eine Frechheit, ja. Dann Sie nur hinstellen in die Kurven und hinzeigen, dass da schwere Unfälle passiert sind. Ja, da fragt man sich schon, wie die passiert sind. Ich sage Ihnen, was ich machen werde. Ich werde sie anzeigen, ja. Ich tue sowas normal nicht. Aber das geht mir zu weit. Und ich gebe Ihnen einmal wirklich einen guten Rat. Überlegen Sie sich, was Sie sagen. Ja. Das schaut oft wirklich nicht. Und in dem Fall dann wünsche ich allen anderen alles Gute. Danke.